Willkommen zum Frequent Traveler Weekend Update Nummer 10, heute aus Johannesburg. Ihr seht's hier hinter mir, die Landestartbahn ist ein bisschen overexposed, deshalb seht ihr leider nicht, wie die Flugzeuge starten. Ihr hört im Hintergrund dieses Rascheln von der Klimaanlage vielleicht, es sind trotzdem 26 Grad. Und wie immer ein Flugzeug im Hintergrund, zumindest den Triebwerkssound haben wir. Ich gucke gerade, was es ist. Ich sehe es, es ist die Qatar, die zurück nach Doha geht. Ja, lasst uns in die heutigen Themen einsteigen. Die Gerüchte bei der Lufthansa verdichteten sich natürlich um die 380er. Das heißt also, sie wird nicht in den aktiven Dienst zurückkehren, so hat es Carsten Spohr gesagt. Es gibt natürlich auch positive Nachrichten, dass die neue Business Class kommt, und zwar früher als wir erwartet haben, nicht in der 777, sondern in der 787. Und der Geschäftsbericht 2020 wurde vorgestellt. Ich gehe danach später drauf ein. Und wer nach China geht, muss einen verpflichteten Anal Swap machen. Ja, ich weiß, unappetitlich, aber ich sage es einfach dazu. Und es soll halt eine Praxis sein, die für alle internationalen Ankünfte gilt. We only have limited airport services and facilities available. Airports Company South Africa apologizes for any inconvenience caused. Protect you, protect us. Ja, die Mitteilungen kommen hier im 15-Minuten-Takt. Also auf jeden Fall geht's weiter. Dieser Anal Swap ist halt für internationale Ankünfte. Und was ganz wichtig ist, es gab diese Woche auch eine Nachricht von vielen Fluggesellschaften, dass es bei der SITA einen Datenklau gab, und Air Canada hat eine sehr spannende Erstattungspraxis. Also wer sich bei anderen Fluggesellschaften beschwert hat, der kann bei Air Canada nochmal sein blaues Wunder erleben. Aber mehr nach dem Intro. Ja, die Daten wurden bei der SITA geklaut. Wer ist die SITA? Das ist eine Firma für IT und Telekommunikationslösungen für die Luftfahrtbranche. Ist auch irgendwie verknüpft mit der IATA. 90% der Fluggesellschaften arbeiten mit denen. Sie haben das genaue Datum des Breaches nicht wirklich genannt. Das muss wohl irgendwie Januar, Februar gewesen sein. Dieses Programm oder diese SITA-Programme werden genutzt, um Ticketing, Flugabläufe, Reservierungsmanagement und so weiter zu machen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr den Barcode von eurer Bordkarte auflegt, habt ihr sehr oft Geräte, auf denen steht das SITA-Logo drauf. Dann wisst ihr, wenn ihr es mit SITA zu tun habt. Ganz genau. Fluggesellschaften wie Malaysia Airlines, Singapur, Finnair, Jeju Airlines, aber heute auch Miles & More haben gesagt, hey, wir sind betroffen. Lufthansa Miles & More und Singapore Airlines sagen, es soll nur der Name, die Mitgliedsnummer und der Status übermittelt worden sein. Mehr gibt Singapore Airlines nicht raus. Ich weiß nicht, was Lufthansa an Daten rausgibt. Dann Finnair sagt, zusätzlich ist die Anrede mitgegangen und auch bei einigen Passagieren Sitzplätze und Special Meals. Aber was ganz besonders wichtig ist, keine Passwörter, keine E-Mails, aber auch keine Reisedaten. Also insofern sehr spannende Geschichte. Ja, wenn das die Daten sind, vielleicht gibt es Fluggesellschaften, die noch mehr Daten verloren haben. Also Datensicherheit ist etwas, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Da sollte man nicht spaßen. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Lasst eure Kommentare unten in der Kommentarspalte, dann können wir das gerne mal ausdiskutieren. Ich selber war gerade in Zürich und da gibt es zwei neue Testcenter. Das erste Testcenter liegt bei der Ankunft im Terminal 1. Das habe ich auch gesehen, Watchout GmbH. Das hat auch geöffnet von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr. Und das zweite Testcenter befindet sich in der Marhaba Lounge. Kosten die Tests irgendwie 100 Schweizer Franken, das sind 90 Euro, falls es jemand interessiert. Und diese Tests hat man nach 15 Minuten als Ergebnis. Warum? Ganz einfach, weil ihr braucht, wenn ihr in die Schweiz einreisen wollt, einen negativen Covid-Test. 737 Max. Natürlich, aber diesmal nichts Dramatisches. Es ist einfach nur, Australien hat die Maschine auch zugelassen. Heißt also, seit dem 26.02. darf man in Australien damit wieder fliegen. Virgin Australia hat 25 Maschinen bestellt, kommen allerdings erst in 2023. Also voraussichtlich. So ist ein schwieriges Wort.
Ja, also insofern schauen wir da auch, was da passiert. Ich denke mal, die Erfahrungen haben ja bis jetzt gezeigt, dass die anderen Fluggesellschaften die auch sicher betrieben haben und betreiben. Air Canada, das ist so ein Problemfall, das ist ein Thema, da müssen wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar, Air Canada hat gesagt, sie unterstützen die Rückerstattung nicht mehr aktiv. Also das ist unglaublich. Es sei denn, die Regierung in Ottawa gibt ihnen Geld. Also das heißt, man erpresst die Regierung. Was heißt das für uns in Europa? Wir haben EU-Kompensation. Das heißt also, wenn wir zumindest aus Europa mit Air Canada wegfliegen, wenn wir nach Europa fliegen, haben wir es nicht. Aber meistenfalls ist der Flug ja dann auch in irgendeiner Art und Weise. Ja, also wenn da was geändert wird, dann könnt ihr erstatten lassen und dann müssen sie erstatten aufgrund der EU-Kompensationsregeln. Man muss dann leider vor Gericht gehen oder sowas, aber das ist dann leider nicht anders möglich. Wer nach Amerika geht oder Amerika-Bezug hat, also USA, der kann natürlich da mit dem Department of Transportation, DOT, was regeln. Also da gibt es dann Möglichkeiten. Aber wer ein innerkanadisches Ticket hat, der hat die Arschkarte. Also das ist ein riesen, riesen Problem. Ja, problematisch. Dann lasst uns noch mal ein bisschen auf die Lufthansa eingehen. Die haben den Geschäftsbericht 2020 vorgestellt und der Remco Sternbergen und der Carsten Spohr, CEO, der andere ist der CFO, also Chief Financial Officer, der dich um die Knete kümmert. Die haben einfach mal auf der digitalen Jahrespressekonferenz, die im stillgelegten First-Class-Terminal übrigens stattgefunden hat, herausforderndsten Jahre, wenn nicht sogar das herausforderndste Jahr in der Geschichte der deutschen Lufthansa AG. Die Cargo hat einen Rekordgewinn, ganz klar, aber es sind natürlich auch Verluste gemacht worden. Der Umsatz sank auf 13,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2013 waren es noch 36,4 Milliarden Euro. Das sind 63%. Wobei als einziges schwarzes Konzern konnte Lufthansa Cargo einen Gewinn erwirtschaften mit 772 Millionen Euro hat die Cargo sogar den höchsten Betriebsgewinn der Geschichte. Klar, Cargo ist ja durch die Decke gegangen. Das ist natürlich etwas, was super ist. Wir sehen das ja auch mit Time Matters und so weiter. Austrian hat eine Sonderlivery dafür. Die Belegschaft und die Flotte werden deutlich verkleinert. Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Also man hat wirklich 110.000 Mitarbeiter gehabt, so im Jahr 2020. Da waren ja auch 28.000 Stellen gesenkt. Und man will da noch weitergehen. Also langfristig will man noch mal 10.000 Stellen streichen, dass man bei 100.000 ankommt. Ja, alle Flugzeuge, die auch älter sind als 25 Jahre Abfahrt, ne, sind deshalb dauerhaft am Boden bleiben. Es hat einmal den Vorteil mit dem CO2, aber auch die Strategie bei Lufthansa. Bei Lufthansa gab es ja immer so die Strategie, nur ein abgeschriebenes Flugzeug ist ein gutes Flugzeug. Deshalb hat man die Buden auch so lange geflogen. Da weicht man jetzt etwas von ab. Und man hat in der Krise 756 Flugzeuge gehabt, also zu Beginn, hat dann im Zuge der Pandemie 115 Flugzeuge für immer stillgelegt. Darunter natürlich auch die 340-600er. Aber die 380er, die es gibt, die werden wohl nicht mehr für die Lufthansa abheben. Da werden die Vierstrahler wirklich nur 15% der Flotte ausmachen, die 747-8er und dann ein paar 400er noch von der 747, die da kommen. Aber in der Zukunft erwarten wir Neuzugänge bei der Lufthansa, die 777X, die 777-300, die 787-9, die 777F, also als Cargomaschine, die 350-900 von Airbus und die 330-300er. Da gibt es also noch Bestellungen. Schauen wir mal, ob die zu den Töchtern gehen, ob die bei der Lufthansa Classic bleiben. Das wird interessant sein. Das sind die Freuden, wenn man am Flughafen rekordet. Aber lass uns nochmal direkt einsteigen. Also, wie gesagt, mit den Flugzeugen. Und wir wissen ja alle, dass die 777X sich verspätet. Damit haben wir einen ganz klaren Hinweis. Wenn Lufthansa sagt, bis 2022 gibt es die Business Class, dann wird es wohl aller Wahrscheinlichkeit die 787 sein, die die Business Class bekommt. Und das ist auch super. Ich freue mich schon riesig auf die neue Business Class. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen zur Lufthansa? Ja, man ist also komplett auch von dem Geschäftskunden, will man sich wegbewegen, will also mehr touristisch gehen. Man sieht das ja an den Zielen, die dieses Jahr alle aufgenommen worden sind im Sommer. Das sind alles Warmwasserziele, heißt also Griechenland und so weiter. Und da ist es wirklich so, dass man sagen muss, dass man nicht wirklich erwartet, dass die Geschäftskunden zurückkommen.
Dann zur anderen Tochter von der Lufthansa, das ist die Austrian Airlines. Die wollen wieder international fliegen. Das heißt, also, sie wollen nach Monte Carlo und nach New York. Man will also ab Mai wieder das Langstreckenangebot erweitern. Und Montreal und New York sind ja klassische Ziele von der Austrian Airlines. Und man sagt, unsere Langstrecke ist wieder im leichten Steigflug. So steht es in der Pressemitteilung von der Austrian Airlines, wo der Chief Commercial Officer Michael Trestel das sagt. Ansonsten, wo man in New York geflogen war, geht man jetzt auf JFK. Und mit 5 Destinationen in Nordamerika und 3 in Asien, darunter Tokio und Bangkok, ist unser Langstreckenangebot also in der Tat auch wieder im Steigflug. Letzte Woche wurden halt bekannt gegeben, dass man auf der Kurzstrecke neue Destinationen aufnimmt. Ich erwähne es nochmal für alle, die es nicht wissen. Barcelona, Dubrovnik, Florenz, aber auch wieder seit 2009 Hannover. Ja, ganz genau, Hannover wird wieder angedockt. Und Amman, Chicago, Tokio, Bangkok hatte ich ja schon genannt. Gute Nachrichten, also Langstrecke, wenn sie geht. Ich finde die Business Class bei der Austrian Airlines top. Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich wissen. Vergesst nicht, den Daumen hoch zu machen, den Daumen runter zu machen, aber einen Kommentar da zu lassen, warum ihr es mögt oder warum es nicht mögt. Ja, das war der wichtige Teiler, weil jetzt geht es nicht mehr weiter um Lufthansa, Lufthansa Group, sondern um Hotels, und zwar um Hyatt. Die haben eine Promotion aufgelegt mit 25% Rabatt. Das ist die Global Recovery Promotion. Die Buchung muss bis zum 2. April erfolgen, haben also noch ein bisschen Zeit. Der Aufenthalt kann bis zum 12. September sein. Dieses Angebot gilt nicht für die Hotels Ziva, Zilara, Residence Club, Miravel, MGM, Urcurve, ich weiß nicht, wie die heißen, Small Luxury Hotels, das sind ja die angegliederten. Da gibt es je nach Hotel, und das ist das, was schade ist, es gibt keine Liste, welches Hotel daran teilnimmt, gibt es 10, 20, 15 oder 25%. Oder aber die andere Variante, dass man die dritte, die vierte oder die fünfte Nacht umsonst macht, wenn man 2 Nächte, dann kriegt man die dritte und bei 3 die vierte, bei 3 die vierte und bei der vierten die fünften Nacht bekommt. Also da gibt es Ersparnisse, muss man im Einzelfall schauen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, es gibt keine Liste und es muss bis zum 2. April erfolgen. Ja. Ja, den Gong wieder genutzt vom Flughafen. Es geht weiter mit Hilton. Hilton hat das Angebot zum Punktekauf verlängert bis zum 8. März. 100% Bonus. 90 Tage müsst ihr das Konto haben. Wenn keine Bewegung drauf ist, wenn eine Belegung drauf ist, das heißt also ein Stay oder aus irgendeiner anderen Aktion, dann 30 Tage sind dann, ja, sufficient, wie das so im Englischen heißt, also reichen aus. Wie ist das Angebot? 800 US-Dollar. Dafür kriegt ihr 80.000 Punkte plus die 100% Bonus sind 160.000 Punkte. Und jetzt fragt ihr, hey, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ehrliche Antwort, wenn ihr nicht im Hotel übernachten wollt und auch nicht wisst, in welchem Hotel ihr es benutzen wollt, dann macht es nicht. Einmal, weil das Angebot nicht so prickelig ist, und das andere Thema ist, hey, ohne Use Case, keine Meilen, keine Punkte, kein Status kaufen. Wir machen öfters den Fehler, weil es ist doch kein Girokonto, weil es keine Zinsen gibt. Ja, das war die heutige Ausgabe aus Johannesburg vom Otambo Flughafen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch jetzt nicht so in eurem, ja, sage ich jetzt mal, Gedanken euch ja, von mir irritieren lassen, weil ich in einem anderen Setting bin. Ich denke mal, das ist mal ganz nett, dass man hier mal was anderes sieht. Könnt ihr auch hier die Meinung dazu dalassen. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe da seid vom Frequent Traveler TV Weekend Update. There are designated